motif, tout nous nous rassembler, nous tout nous avons trouvé, qui moyen nous pour commencer. Il y en a qui péanisaient, mais il y en a beaucoup qui pleuraient. Mais moi, moi, je m'imagine, si ça va vous détruire, nous beauté. Vous avez dit, nous tout nous nous rassembler, nous nous tout nous joignons ensemble, pour nous sommes ensemble, nous l'indépendants. Wir haben erstmal unsere Bucht oder Ducht jetzt hier befreit von dem ganzen Kraut, dass wir das nicht wieder bei uns in die Schraube bekommen. Jetzt schwimmt es natürlich da vorne. Hoffen wir mal, dass das jetzt gleich noch wegtreibt, weil so in einer halben Stunde, Stunde wollen wir hier los. Wir verlassen Marina Barra de Navidad und fahren nur 5 Meilen weiter. Eine hoffentlich schöne Bucht. Hoffentlich fahren wir uns da nichts rein. Da hinten ist das Örtchen Barra de Navidad. Sehr schön. Gute Restaurants, gute Drinks. Und am Wochenende auch was los. Schöne Hotelanlage. Aber wir haben natürlich wieder den Pool nicht genutzt, haben nicht Tennis gespielt, waren nicht Minigolf spielen. Irgendwie waren wir immer beschäftigt. Hier wird wieder der berühmte Annette'sche Schinken gebunden. Da freuen wir uns alle schon drauf. 2 Wochen oder wie lange dauert es? Eine Woche? Ja, ich denke eine Woche. Sehr gut. Ein Wahnsinnshimmel heute Nacht. Ja, heute Abend. Leider regnet es schon wieder ein bisschen. Deswegen sieht es wahrscheinlich so geil aus. Ja. Heute bekommt die Limelight eine neue Nationalfahne. Die alte hat er jetzt 3 Jahre gehalten. Und länger. Und länger. Sehr schön. Tatsächlich Delfine an unserem Ankerplatz. Schwimmen immer um unser Boot. Heute wird hier wieder mal
Edelstahl geschrubbt. Wie immer spaßig. Und die Annette, die versucht unser Fliegengitter zu reparieren. Wir wollen jetzt eigentlich eine River-Exkursion machen, müssen aber hier mit dem Dingi rein. Also Annette und Glenn, die wollen das jetzt versuchen, ob sie denn da reinkommen. Ich bin schon mal ausgestiegen, um zu filmen. Also da kommen momentan ganz schöne Wellen. Ich weiß nicht, ob ich das da versuchen würde. Da hinten sind sie. Ich weiß ja nicht, ob sie schon Anlauf nehmen. Aber sieht so aus. Als ob sie es jetzt versuchen wollen. Vielleicht aber auch nicht. Hoffentlich halten sie sich gut fest. Das sieht eigentlich jetzt gar nicht so schlecht aus. Jawohl. Jawohl. Schön dranbleiben. Schön dranbleiben. Der Gas. Weiter rüber. Ja, super. Und Schiss gehabt? Da kamen einige gute Wellen. Das Problem war ja, dass die Wellen vor uns immer langsamer wurden, aber von hinten die schnelle Welle ankam. Und dann haben wir dazwischen gesteckt. Ah, okay. Aber beim Rausfahren, schade, dass ich da die Kamera noch nicht hatte. Das sah aus, als ob es euch schmeißt. Beim Rausfahren? Ja, ja, als ihr mich abgelassen habt. Dann Gas gegeben hast, ja. Da habe ich gedacht, jetzt schmeißt es euch. Ja. Ja, ich habe zu spät Gas gegeben. Ja. In dem Moment. Ja. Ich habe erst überlegt, scheiße, was machst du denn jetzt? Fährst du rückwärts und hoffst, dass sie vor dir bricht? Und dann habe ich gesehen, oh scheiße, die bricht ja genau hier. Also gibst du Gas, ab nach vorne lehnen und gut gescheppert. Sehr gut. Ein Pelikan, der sich sonnt. Das spiegelt sich alles so weit. Du musst ganz schön breit sein. Voll konzentriert. Ja, hier ist ja überall Baum. Wenn der weitermacht, kommst du hier bald nicht mehr durch. Ja. Ja. Er versucht seine Wurzeln bis ins Wasser zu bringen. Die Zivilisation hat uns wieder.
Am Ende unserer Fahrt haben wir hier ein Pangadorf gefunden. Pangadorf. Da haben die Pangas schöne Unterstände gebaut. Oh, schön. Und einen Ofen. Ja. Riesenscheren. Einsamer Fischer. Ohne Fisch. Reingekommen durch den Kanal sind die beiden ja super. So, jetzt geht's wieder raus. Wollen wir mal schauen, wie sie das meistern. Kommen manchmal ganz schöne Wellen rein. Aber sie werden im richtigen Moment abpassen. An Bord von der Wings. Das Boot seht ihr da hinten, ein Racing-Boot. Die beiden sind schon seit 35 Jahren unterwegs, einmal um die Welt gesegelt und jetzt hier in Mexiko. So, what's your name? Judy. Ah, Judy. Judy and Fred. She's famous. Huh? Judy's famous. Everybody knows Judy. Thank you.
da unten liegt ein Krokodil. Und gar nicht so klein. Hier am Fluss. Hinten unterm Baum ist noch eins. Also, es gibt Krokodile hier. Da liegt hier direkt am Weg so ein Krokodil. Also Gott sei Dank ist ein kleiner Zaun zwischen uns. Trauenserweckender Zaun. Die kommen hierher, alle, Glenn. Ja, aber wir haben doch da so einen kleinen Maschendrahtzaun. Ein Maschendrahtzaun zwischen? Gott, die sehen schon fies aus. Jetzt gehe ich nicht mehr schwimmen. Zumindest nicht im Fluss. Haben wir gleich ein Krokodilmuseum hier entdeckt. Und draußen liegen die echten. Leben. Schön gemacht hier. Schöne Hängebrücke hier. Also 5 Meter sind wohl die größten Krokodile, die hier leben. Und hier ist die Aufzuchtstation. Heute am 7.7. nach 20 Meilen herrlichem Segeln laufen wir jetzt gleich in die Bucht von Bahia Paraíso ein. Hier ist es nicht mehr ganz so grün. Sieht so aus, als ob es hier noch nicht so viel geregnet hat. Geht es da hinten rein, da wo die Hütten sind, ist der Ankerplatz. Sieht von hier aus ziemlich schmal aus, aber wir sind ja das einzige Boot, also sollten wir da kein Problem haben. So, wie viel ihr meint? 22, 47. So, jetzt werden die Kommandos nochmal gegeben fürs Logbuch, für die Seemeilen, wann Motor aus ist, der Glenn. Speichert jetzt hier den Track und wir sind angekommen in Bahia Paraíso. Sieht das super aus hier. Kein Mensch da, wie es scheint. Hier zwischen der Insel, ach ja, das ist eine Halbinsel. Vorne ist noch eine Insel und hier vorne ist gleich ein. Also es sieht gut geschützt aus. Heute in El Paraíso gibt es auch endlich mal wieder Fleisch. Gegrillt vom Grillmeister persönlich. Aber die sehen so blass aus. Die sehen ganz schön blass aus. Ja, die müsst ihr mal offen lassen. Jetzt möchte er da rückwärts reinfahren. Oder auch nicht.
Strömung, wa? Oh, hier ist doch gar nicht so tief. Oh, da ist nochmal so ein Durchguckschein. Wir waren heute schon vorm Frühstück zum Oktopusjagen. Leider. Erfolglos. Erfolglos. Aber hier gibt es so ein paar Mupfeln. Ich glaube, das war ein gutes Revier für Oktopus. Wir haben die nur nicht gesehen. Das ist. Glenns erster Tauchgang. Mal sehen, ob es ihm gefällt. Gehen wir mal, ob er schwimmt. Geht er mal schwimmen, ja. Irgendwie ist das hier noch nicht richtig fest. Okay. Mal schwimmen. Du, ja, ist. Das Sprudel muss man bei den Oktopus, also das Atemgerät, umdrehen. Also das auch. Du hast den Kompass? Ja, den habe ich hier gut. Komischerweise. Ach ja, da hast du den Kompass. Da hinten. Wir wollten eigentlich eine Landexkursion machen, aber es hat sich herausgestellt, wir kommen hier leider nirgendwo durch. Es ist so dicht und dornig, keine Chance, da durchzukommen. So, mal gucken, was wir stattdessen machen. Wie auch in Panama gibt es hier irgendwo im Nirgendwo Wege. Gut ausgebaute Wege. Wir laufen schon bestimmt eine halbe Stunde. Und hier ist nichts, nur grün ringsrum und der Weg. Schmetterlinge. Ganz viele Schmetterlinge. Und am Ende des Pfades hier der Unterstand mit zwei Stühlen. Ui. Thank you.
wilde Küste. Boah, was da für Energie ist, ey. Hat sich gestern ein Splitter von einem Ast, nein, ein Dorn von einem Ast in den Hacken gerammt. Und jetzt kommt unsere Ärztin wieder mit einem Grinsen auf dem Gesicht. Ich grinse nicht. Wir grinsen. Und versucht, das kleine Dingelchen aus dem großen Hacken rauszukriegen. Was ist jetzt? Die Zuschauer wollen was geboten kriegen. Wollen ein bisschen Ketchup. Mach dich doch beeilen. Heute ist unsere Meisterfriseuse wieder am Werk. Erst Ärztin, dann Friseuse. Guckt euch das an. Und nachher Masseuse. Masseuse, ach so. Eine bestimmte Sache muss ich halt einfach am Ohr zum Beispiel mit der Schere machen. Sonst besteht ja auch nicht die Gefahr, dass ich ihn sein Ohrchen nehme. Wie geht's dir denn so? Also bis jetzt fühle ich mich noch ganz gut. Also ich sehe da zwar einige Haare davon schwimmen. Da freuen die sich. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie das so aussieht. Jetzt wird er gleich noch mit einem Wasserstrahl abgespritzt. Und dann kommt er in Zelle 85C. Das ist jetzt die Nachheraufnahme und
Jetzt könnt ihr abstimmen für die Zukunft, also meine Zukunft mitbestimmen. Hier oben gibt es jetzt eine Umfrage. Michael lieber mit langen Haaren oder kurzen Haaren? Ich freue mich und bin gespannt, wie ihr abstimmt. Also alle, die um uns rumgefahren sind, haben gejubelt, als sie mich jetzt gesehen haben mit meiner neuen Frisur. Dankeschön, viel Spaß bei der Abstimmung. Soll man im Internet lügen? Die Operation geht in die entscheidende Phase. Ein bisschen weiter rüber. Kommt der Finger! Il a droit à côté, il m'a fait un touch, je m'en la vois.